Tag, wir sind beim Wochenende 8. und 9. Januar 2022. Sonne weiterhin im Steinbock und heute wechselt der Mond von den Fischen in den Widder gegen 6:30 morgens. Das kann Durchsetzungsstärke bedeuten, ein bisschen anders als zart beseitet. Man kann versuchen, sich ein bisschen hart durchzukämpfen. Man sollte da trotzdem noch achtsam bleiben. Am Sonntag haben wir dann eine ganze Menge Energien. Wir haben weiterhin die Sonne im Steinbock, Mond im Widder natürlich. Und wir haben eben Sonne und Venus exakt. Da kann man sehr viel Positives bewirken. Man kann sich, wie gesagt, durchsetzen auf eine sehr charmante Art. Man sollte es eben auch charmant tun. Also Sonne, gute Konjunktion. Aber wir haben die Sonne im Quadrat zum Mond. Das kann bedeuten, dass man zu Einsicht einseitig die Durchsetzung vollziehen möchte an dem Sonntag. Bitte entgegenkommt, kompromissbereit bleiben. Ja, wir haben ja auch Merkur im Wassermann, das sollte helfen. Wir haben ja auch dann in der nächsten Woche ab 14. den Merkur rückläufig. Also alles, was noch zu klären ist, sollte man im Vorfeld klären. Schauen wir uns an, was die Karten sagen. Ein herzliches Willkommen, lieber Widder, zum Wochenende vom 8. bis 9. Januar 2022. Weiterhin Sonne im Steinbock. Der Mond wechselt am Samstag gegen 6:30 in den Widder, also in dein Zeichen. Du kennst deine guten und nicht so guten Seiten und das wird vom Gefühl her getragen im Mond. Wir haben da eben auch mit Pragmatismus, aber auch mit Durchsetzungskraft und vielleicht auch mit ein bisschen Durchsetzungsüberschuss zu tun. Vorsichtig damit, wir schauen uns an, was wir am Samstag haben für den Widder. Wir haben 5 der Stäbe, innerer Konflikt, Dinge laufen vielleicht nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Vielleicht fühlst du dich auch verunsichert und weißt nicht, wie du vorangehen solltest. Wir haben Ausgewogenheit. Sorge dafür, dass du in deiner inneren Mitte bist. Also, dass du damit zurechtkommst, dass du den Ball flach hältst, sagen wir mal. Dieser Pragmatismus in der Sonne sollte dir dabei helfen. Wir haben gute Stimmung. Das ist schön. Sonnenenergie bedeutet, dass man eben positiv denkt und optimistisch daran geht und eine Entscheidung in der Liebe oder aus Liebe für das, was du gerne tust. Also solltest du dich positiv einstimmen am Samstag, auch wenn nicht immer alles glatt läuft. Ja. Und ich denke, dass das auch wichtig ist, denn am 9., dem Sonntag, da haben wir weiterhin die Sonne im Steinbock, den Mond im Widder. Wir haben aber ein Quadrat zwischen Sonne und Mond. Und da haben wir auch heute die Venus, die eben exakte Verbindung eingeht heute mit der Sonne. Und wie du weißt, ist die Venus rückläufig im Steinbock. Schauen wir uns an, was wir für den Widder haben. Disziplin, Durchhaltevermögen, dass du dranbleibst an deinen Sachen. Langsam machen mit dem Ass der Münzen. Stabilität und Sicherheit auf eine sehr pragmatische Energie oder in einer sehr pragmatischen Energie angehen. Wir haben den Neuanfang, das ist so der Wunsch, das, was du möchtest, Dinge umsetzen, machen und tun, aber du solltest dich da ein wenig bremsen, denn wir haben die 7 der Münzen. Es kommt auf die Feinheiten an am Sonntag. Also mit der Sonne und der Venus rückläufig im Steinbock, also beides im Steinbock, muss man sich auf die Kleinigkeiten konzentrieren. Also nicht nur auf das große Ganze, sondern eben auf die Details. Und die sind heute am Sonntag sehr, sehr wichtig. Also nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern schön auf das einstellen, schön beobachten, ein bisschen Disziplin an den Tag legen, nicht zu forsch daran gehen und wie gesagt auch mit dem Umgang mit anderen eben sehr sensitiv umgehen. Das ist sehr wichtig für dich, lieber Widder. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, viel Erfolg dabei und sag bis Montag. Schönen guten Tag, mein lieber Stier. Wir sind heute beim Wochenende 8. und 9. Januar 2022.
Sonne im Steinbock und der Mond wechselt am Samstag gegen 6:30 oder ist jetzt, wenn du das siehst, schon in den Widder gewechselt. Da kann man ein bisschen stur, ein bisschen ja, selbstsüchtig reagieren, wenn man nicht Acht gibt. Passt da bitte auf. Und wir schauen uns an, was wir für den Stier am Samstag haben. Da ist die 7 der Kelche. Man hat an sich, an andere oder an beides hohe Erwartungen. Man macht sich vielleicht was vor oder man möchte etwas durchsetzen. Sei da bitte ein bisschen, naja, flexibel. Schau dir erstmal an. Wir haben die 5 der Schwerter. Das kann nämlich zu Konflikt führen, den man eigentlich nicht braucht. Und wir haben den Page der Schwerter. Also erstmal Informationen sammeln. Wie sehen das die anderen? Oder wie kann ich das machen? Was wäre optimal? Setz dich damit auseinander, dass nicht alles nach Wunsch geht oder dass man sich ein bisschen anpassen muss. Strategisch vorgehen ist am Samstag wichtig. Also nicht zu eigensinnig bitte. Am Sonntag haben wir das auch, also mit dem Widder als Mondzeichen. Dann haben wir die Sonne, die im Quadrat steht zum Mond. Da kann man da schon mal ein bisschen sehr auf seine Einstellung oder seine Meinung beharren. Wir haben aber heute auch die Sonne und die Verbindung zur Venus. Beides steht im Steinbock und da geht es um die alltäglichen Dinge, auch in Beziehungen. Was haben wir jetzt für den Stier? Wir haben Freundlichkeit, Entgegenkommen, liebevolle Energie, das kann nicht schaden und wird dir als Erdzeichen auch sehr zugutekommen. Sich auf Augenhöhe begegnen, also über die Dinge in Ruhe sprechen, dem anderen, der anderen auch zuhören. Und wir haben den Rückzug. Wenn man ein bisschen verärgert ist oder wenn einem das nicht so gut passt oder so, sollte man sich vielleicht mal zeitweise ein bisschen zurückziehen und sich da rausnehmen, wenn man nicht direkt zum Konsens kommt. Aber bleibe freundlich, bleibe entgegenkommend und überlege dir, was du möchtest. Denn wir haben die 6 der Münzen, das ist schön, ausgewogenes Geben und Nehmen. Das ist heute auch sehr wichtig, dass man niemanden übervorteilt und auch nicht jemandem seinen Willen aufzwingt. Also achte darauf, dann fährst du an diesem Wochenende sehr positiv. Liebevolle Energie ist da und vielleicht solltest du dich darauf konzentrieren. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, viel Erfolg dabei und sag bis Montag. Einen schönen guten Tag, liebe Zwillinge. Wir sind beim Wochenende 8. und 9. Januar 2022. Sonne im Steinbock wie gehabt. Der Mond wechselt gegen 6:30, also wenn du diese Legung siehst, ist sie schon in den Widder gewechselt. Widderenergie ist feurig, ist auch sehr eigenwillig und möchte seine Dinge durchsetzen, kann so ein bisschen stur sein. Wir schauen mal, was wir erstmal am Samstag für die Zwillinge haben. Königin der Stäbe. Optimismus, dass du die Ärmel hochkrempeln möchtest, dich darum kümmern möchtest, dass die Dinge laufen. Wir haben Nostalgie, Vergangenheit. Das kann etwas Langfristiges sein oder vielleicht geht es darum, dass man gemeinsam die Vergangenheit aufarbeitet oder damit positiv umgeht. Wir haben die 9 der Schwerter. Da sind unnötige Sorgen, aber auch Gespräche drin. Wir haben die 7 der Kelche. Die 7 der Kelche ist die Energie, dass man zu hohe Erwartungen hat. Man spricht über Vergangenes, man möchte Neues in Gang setzen, verändern, wie auch immer, und hat vielleicht etwas zu hohe Erwartungen an sich oder und an andere. Sei da bitte sehr vorsichtig, konzentriere dich auf das Hier und Jetzt und versuche nicht irgendwas mit Gewalt oder zu forcieren, voranzubringen. Das würde nicht so gut klappen. Kommen wir zum Sonntag. Auch da haben wir die Energien Sonne und Mond, also Sonne im Steinbock, Mond im Widder und die stehen im Quadrat zueinander. Das heißt, man kann so ein bisschen sehr stark auf seine eigenen Belange pochen. Zudem haben wir am heutigen Tag, am Sonntag, eben auch die Sonne im Steinbock und die Venus im Steinbock rückläufig. Exakt an diesem Tag. Da geht es um das Alltägliche, das Kleingedruckte, die Feinheiten, das, ich sag mal, Alltägliche im Zusammenleben. Schauen wir mal, was haben wir da? Enttäuschung, ja, es ist so ein bisschen klein-klein, so ein bisschen auf Dingen rumhacken oder so oder sich gegenseitig so ein bisschen Dinge vorwerfen, könnte sein. Die 4 der Münzen, man hält irgendwo an Überzeugungen, Verletzungen, Kränkungen fest. Und man könnte damit natürlich Streit verursachen in der Kommunikation, wenn man zu sehr auf seinem Standpunkt beharrt.
Und das möchte man ja nicht. Also ich würde vorschlagen, in dem Moment, wo du merkst, es wird mir hier so ein bisschen zu beamtenmäßig, dass wir in der Kommunikation uns sparen, über Verletzungen zu sprechen, sondern eher darüber sprechen, wie wir es besser machen können und vielleicht auch mal jemanden um Rat fragen. Also es muss ja nicht die Person sein, mit der du da im Clinch liegst. Wir haben den Herrscher und diese Energie bedeutet, übernimm Verantwortung für deine Worte. Und lass dir natürlich nicht über den Mund fahren, ganz klar, aber lass den Herrscher nicht in deiner Art und Weise mit anderen zu sprechen, so nach vorne treten. Das würde ich mir an deiner Stelle überlegen. Denn wir haben die Kränkung und das könnte sich ausweiten, wenn man da, ich sag jetzt mal, zu unflexibel ist. Das muss nicht an dir liegen, das kann auch an deinem Gegenüber liegen, aber versuch da ein bisschen versöhnlich zu sein und dir das einfach anzuhören und vielleicht zu sagen, ich denke darüber nach. Es ist wichtig, keine bösen Worte, also wenn man jetzt keinen Riesenkrach hervorrufen möchte, sollte man da sehr vorsichtig sein, ne? Sehr zaghaft. Das ist nur ein Tipp von mir, du wirst das selbst entscheiden. Ich wünsche dir trotzdem und vielleicht hilft es ja, ein schönes Wochenende, viel Erfolg dabei und sag bis Montag. Tag, mein lieber Krebs. Wir sind beim Wochenende 8. und 9. Januar 2022. Sonne ist wie gehabt im Steinbock. Der Mond wechselt gegen 6:30. Also wenn du das siehst, ist er schon gewechselt in den Widder. Das kann ein bisschen stur, ein bisschen eigenwillig machen. Entweder dich oder dein Gegenüber oder deine Gegenüber. Sei da ein bisschen vorsichtig. Versuch nicht zu, sagen wir mal, schnell. Ich sag mal, dich beleidigt zurückzuziehen, sondern das pragmatisch zu sehen. Ja, die Sterne. Ja. Schauen wir uns an, was wir am Samstag für den Krebs haben. Königin der Kelche, da ist deine Energie auch. Sich fürsorglich geben, ja, und natürlich entgegenkommt. Wir haben die 8 der Münzen an etwas arbeiten. Natürlich sollte man es nicht versuchen, auch auf der Gefühlsebene nicht, jemanden zu etwas zu bringen, was der nicht möchte. Da solltest du nach Möglichkeit nicht dran arbeiten. Freundlich bleiben, auch wenn das, was gesagt oder getan wird, nicht unbedingt dein Wohlwollen hervorholt. Ja, also ich denke mal, es geht darum, die Verbindung, die du hast mit jemandem oder innerhalb der Familie auf einem gesunden Level zu halten. Also dich da nicht provozieren zu lassen, selbst nicht zu provozieren und natürlich auch nicht zu eigenwillig zu sein am Samstag. Lass das lieber. Wir haben am Sonntag auch noch so ähnliche Energien, Sonne und Mond wie gehabt, also Sonne im Steinbock, Mond im Widder. Auch da kann man ein bisschen stark auftrumpfen wollen, sich durchsetzen wollen unbedingt. Ja, das kann bei dir liegen, aber auch beim Gegenüber. Und wir haben die Sonne im Quadrat zum Mond und das könnte unschön enden. Wir haben auch heute exakt, dass sich Sonne und Venus treffen und beide im Steinbock, wobei die Venus ja rückläufig ist. Und da geht es halt darum, so das Alltägliche, es kann sein, dass man so ein bisschen Mimimi über Dinge redet, die so im Alltäglichen nicht so gut laufen. Wir haben das Ass der Kelche, Eigenliebe ist wichtig. Ja, stärke dich, indem du in Liebe daran gehst, auch bei deinen eigenen Fehlern, das nicht so eng siehst. Wir haben Veränderungen. Das können Veränderungen sein, die positiv sind. Das kann auch sein, dass man die Herangehensweise an die Sache verändert und der Fokus liegt eben auf Veränderung, dass man Veränderung herbeiführt. Und dazu braucht man Informationen, Austausch. Wie können wir das machen? Man muss ja keine letztendliche Lösung finden, aber man kann ja, ich sage jetzt mal, in Freundlichkeit, Liebe und den Fokus auf die Sache zu lenken, nicht auf das du hast aber und ich habe aber oder so, ne? Sondern lieber, wir haben ja beide das gleiche Ziel. Wir wollen eine Lösung, eine Veränderung herbeiführen. Und darüber können wir reden, da können wir uns Informationen holen. Also es muss keine letztendliche Lösung gefunden werden, aber es muss ein konstruktives Miteinander geben, ja? Du kannst es gerne auf die Sterne schieben, also nimm es nicht persönlich, sondern denke dir, wir kämpfen ja für die gleiche Sache und wir wollen ja das Gleiche. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei und dass du dich davon nicht irritieren lässt und mit deinem Gegenüber und mit mehreren Gegenübern eben eine konstruktive Lösung suchst. Darauf sollte der Fokus liegen. Viel Erfolg dabei, ein schönes Wochenende und bis Montag. Ja,
Herzliches Willkommen, mein lieber Löwe. Wir sind beim Wochenende 8. und 9. Januar 2022. Sonne im Steinbock. Wir haben den Mondwechsel um 6:30 etwa heute Morgen. Also wenn du das hörst und siehst, dann haben wir schon den Wechsel gehabt des Mondes in den Widder. Das beflügelt dich natürlich, sorgt aber auch für ein bisschen Starrsinn oder Durchsetzungswillen, der ja grundsätzlich nicht schlecht ist, aber bitte nicht um jeden Preis. Wir schauen uns an, was wir am Samstag für den Löwen haben. Wir haben den Erfolg. Also du bist erfolgreich unterwegs und ich denke, du fühlst dich auch gut mit den 6 der Stäbe. Strategie ist das Zauberwort. Strategisch vorgehen, erstmal schauen, Ausgewogenheit herstellen, Harmonie herstellen. Also, dass man in seiner inneren Mitte ist und das alles nicht so ernst nimmt, auch wenn andere vielleicht provokativ rüberkommen können. Wir haben das Rad des Schicksals. Jupiter unterstützt dich und hilft dir, in deiner inneren Mitte zu bleiben. Das ist hervorragend. Also sei da ein bisschen strategisch und lass dich nicht auf Provokationen oder auch vielleicht auf so einen Ego-Trip ein. Das wäre nicht so gut. Denn am Sonntag geht es weiter. Wir haben weiterhin die Sonne im Steinbock, den Mond im Widder und beide stehen im Quadrat zueinander. Das kann natürlich dafür sorgen, dass man bisweilen ein bisschen sehr engstirnig ist. Das muss nicht bei dir liegen, aber darauf kannst du dich einstellen. Wir haben auch heute an diesem Sonntag Sonne und Venus exakt in Verbindung, wobei beide im Steinbock stehen und die Venus rückläufig ist. So, was haben wir jetzt am Sonntag für den Löwen? Wir haben die 5 der Schwerter. Da ist Konfrontation, Konflikt. Man muss ja nicht sagen, dass immer Konflikt zu Streitereien führt, aber es werden unangenehme Themen möglicherweise angesprochen. Die Welt, du möchtest das möglichst schnell hinter dich bringen, verstehe ich auch, aber es ist wichtig, auch zuzuhören und als Team zu agieren. Also nicht sich davon abzuwenden, genervt zu sein oder Vorwürfe zu machen, sondern sich zu sagen, okay, wir haben da vielleicht ein paar Sachen, die können wir angehen, die können wir gemeinsam bewerkstelligen, wenn wir uns als Team sehen. Sei es jetzt eine Familie, sei es jetzt Freundschaft oder Partnerschaft. Ne? Es geht darum, sich nicht abzuwenden, sondern das auch durchzustehen. Aber pragmatisch, ganz langsam, ganz ruhig. Die 3 der Münzen finde ich sehr schön. Das bedeutet, du bist bereit, mit anzupacken und Kompromisse zu finden. Und das ist auch dein Erfolg. Du bist da, du wirkst mit, wenn du dich darum kümmerst, dass man da auch eine adäquate Lösung für die Beteiligten findet, dann bist du da auch sicherlich sehr erfolgreich. Das finde ich sehr schön und ich hoffe, das gelingt. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, ein schönes Wochenende und sag bis Montag. Schönen guten Tag, liebe Jungfrau. Wir sind beim Wochenende 8. und 9. Januar 2022. Sonne im Steinbock, Mondwechsel gegen 6:30 in den Widder. Das macht ein bisschen engstirnig, ein bisschen stur und ein bisschen egomanisch, wenn man nicht aufpasst am Samstag. Wir schauen uns erstmal an, was wir da für die Jungfrau haben. Entspannung, das ist gut. Entspann dich, relax. Wir haben Informationen sammeln und austauschen. Das heißt, erstmal zuhören, sich das anhören und strategisch vorgehen. Also nicht zu vorschnell urteilen oder zu vorschnell reagieren. Wir haben inneren Konflikt. Das kann bedeuten, dass du schon ein paar Dinge hast, die du gerne aus der Welt schaffen möchtest, aber du solltest da sehr vorsichtig sein. Es könnte nämlich sonst vielleicht zu einer Auseinandersetzung führen. Also mach schön langsam, sammel erstmal die Informationen und nimm dir Zeit, dir einen Plan zu machen, wie du damit umgehst. Das muss nicht am Samstag gelöst werden, denn wir haben am Sonntag ähnliche Energien. Wir haben da nämlich auch die Sonne im Steinbock, Mond im Widder wie gehabt. Wir haben aber auch an dem Tag, dass Sonne und Venus eine Verbindung eingehen. Und wir haben beides im Steinbock, was dich natürlich unterstützt, aber wir haben die Venus ja rückläufig im Steinbock. Was haben wir jetzt am Sonntag? Und wir haben auch so ein bisschen die Sonne und den Mond im Quadrat. Und das kann dazu führen, dass man eben ja vielleicht ein bisschen überreagiert. Dass man da so ein bisschen ja vorschnell ist oder zu ja, schnell urteilt oder zu kritisch ist. Schauen wir uns an, was wir haben. Wir haben 10 der Kelche. Sehr viel Gefühl, ja, durch die Venus auch. Und diese Gefühle sollen vielleicht auch gezeigt werden. Wir haben einen leidenschaftlichen Neubeginn, das ist sehr schön. Und wir haben die Disziplin. Also, du gehst damit stärker ran.
Du solltest deine Gefühle offenbaren, zeigen, ja, wie leidenschaftlich du daran interessiert bist, an der Beziehung oder an dem guten Verhältnis zueinander. Und da solltest du mit Disziplin rangehen und eben nicht zu kritisch. Und wir haben die zwei der Kelche. Das ist wunderschön. Damit können großartige Lösungen gefunden werden. Man hört einander zu, man spricht darüber und die Liebe und die Leidenschaft können wachsen. Na, das wird ja ein schönes Wochenende. Das wünsche ich dir auch. Viel Erfolg dabei und bis Montag. Guten Tag, liebe Waage. Wir sind beim Wochenende 8. und 9. Januar 2022, Sonne im Steinbock. Der Mond wechselt gegen 6:30 heute Morgen. Also wenn du das hörst, ist er schon gewechselt in den Widder. Das kann so ein bisschen ja stur machen, ein bisschen eigenwillig, ein bisschen egomanisch. Vorsichtig damit, lieber ein bisschen erstmal beobachten. Ich meine, du kannst das als Waage harmonisieren. Schauen wir uns das erstmal an. Was haben wir denn für die Waage? Königin der Stäbe, Feuerenergie, mit Leidenschaft die Ärmel hochkrempeln, sich darum kümmern, dass das eben mit Leidenschaft alles durchgeführt wird. Wir haben aber zu hohe Erwartungen oder Illusionen mit den Sieben der Kelche. Also entweder hast du an dich oder andere zu hohe Erwartungen oder du hältst dir einfach zu viele Dinge gleichzeitig auf. Versuche das im Zaum zu halten. Ass der Kelche, achte auf dich selbst. Wie fühle ich mich? Bin ich gut zu mir selbst? Und denke ich auch positiv, also über mich selbst, über meine eigenen, sage ich mal, nicht so starken Seiten und auch über die positiven Seiten. Der Kelch sollte gefüllt sein. Sei freundlich zu dir und anderen. Du musst nicht übertrieben sein und die Sieben der Kelche sollte dich davon abhalten, zu viel von dir oder anderen zu erwarten. Am Sonntag haben wir dann auch wieder Mond im Widder und Sonne im Steinbock. Wir haben auch exakt den Punkt, wo sich Sonne und Venus treffen und beide im Steinbock. Da geht es so um das alltägliche Zusammensein, die Routine, wobei die Venus natürlich rückläufig ist und damit auch auf sich selbst bezieht, beziehungsweise auch sehr kleinlich sein kann, vor allen Dingen mit Mond im Widder. Wir haben auch noch Sonne Quadrat Mond. Und damit kann man ein bisschen übertreiben oder zu eigensinnig sein. Was haben wir jetzt am Sonntag für die Waage? Innerer Konflikt. Also vielleicht gefällt dir nicht alles oder bist unsicher, wie gehe ich damit um? Wir haben die 8 der Münzen. Du arbeitest daran oder versuchst das hinzubekommen. Finde ich sehr schön. 8 der Münzen ist ja auch Pragmatismus. Und der Wagen, Krebsenergie. Sehr gefühlvoll daran gehen, die Zügel in die Hand nehmen und mit der 2 der Schwerter bist du zurückhaltend. Das heißt, du wirst keine harten Worte verwenden. Du wirst versuchen, so den inneren Konflikt, das Miteinander vorsichtig zu gestalten und ein Stück weit in Harmonie zu lenken. Das ist okay. Wie gesagt, keine egomanischen Dinge am besten, sondern eben um Harmonie herzustellen, um so ein bisschen das Gleichgewicht, also die Waage-Energie herzustellen und dich nicht unterbuttern zu lassen, aber auch umgekehrt natürlich nicht andere unterzubuttern. Die Zurückhaltung ist okay. Deine Ziele, deine Vorhaben kannst du ja ansprechen, wenn du damit jetzt nicht auf fruchtbaren Boden fällst, weil vielleicht auch dein Gegenüber so ein bisschen eigensinnig ist, solltest du da die Zurückhaltung wahren. Aber du kommst, denke ich, gut über dieses Wochenende. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, viel Erfolg dabei und sag bis Montag. Schönen guten Tag, mein lieber Skorpion. Wir sind beim Wochenende 8. und 9. Januar 2022. Sonne im Steinbock, Mondwechsel von den Fischen in den Widder gegen 6:30 heute Morgen. Also wenn du das siehst, ist der Wechsel schon vollendet. Und das kann zu ein bisschen Sturheit, zu ein bisschen Eigenwillen oder Durchsetzungswillen führen. Wir schauen mal, was wir für den Skorpion am Samstag allgemein haben. Ausgewogenheit herstellen, also faires Miteinander, finde ich gut, pragmatisch, ja. Nostalgie, man denkt an früher, gefühlvoll oder es geht um Dinge, die schon lange irgendwo da sind. Ein bisschen Zurückhaltung, dass man vielleicht nicht zu sehr die Dinge wieder aufleben lässt oder Dinge aus der Vergangenheit wieder aufrollt, wenn es um nicht so schöne Themen geht. Wir haben die Sonne. Positive Energie bedeutet, dass eben gute Stimmung herrscht. Und die solltest du natürlich nutzen und ausleben und dich da auch nicht zu irgendwelchen
naja, unnützen Reibereien hinreißen lassen. Am Sonntag haben wir das auch, Sonne und Mond wie gehabt, also Steinbock und Widder. Die stehen im Quadrat zueinander, das kann den Eigensinn auch verstärken. Es kann ja auch sein, dass dein Gegenüber eigensinnig ist und an diesem Tag wird die Verbindung zwischen Sonne und Venus exakt, wobei ja Venus auch im Steinbock ist, allerdings rückläufig. Okay, da geht es so um das Alltägliche, so klein, klein. Schauen wir mal, was haben wir für den Skorpion? Disziplin, also Durchhaltevermögen. König der Kelche, du weißt, wie du andere dazu bringst, ja, ich sag jetzt mal, sich wohlzufühlen und dir auch noch so ein bisschen entgegenzukommen. Wir haben den Ritter der Schwerter, schnelle Entwicklung kann überraschende Dinge bedeuten, Entwicklungen, ja. Ich denke, dass du auf jeden Fall liebevoll bist. Das kann von außen kommen oder es kann von deinem Gegenüber kommen, dass was Überraschendes passiert am Sonntag. Wir haben den Neuanfang, unbelastet und frei. Auch das kann kurzzeitig passieren. Freu dich darüber, genieße es, sei liebevoll, offen und ich denke auch, gesprächig wäre gut in liebevoller Atmosphäre. Und da solltest du dann keine Probleme haben. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende, viel Erfolg dabei und sag bis Montag. Ein herzliches Willkommen, lieber Schütze. Wir sind beim Wochenende 8. und 9. Januar 2022. Sonne im Steinbock, Mond wechseln heute Morgen gegen 6:30 in den Widder von den Fischen aus. Das ist sehr erleichternd für dich. Denke ich, aber Widder ist auch sehr durchsetzungsstark, sehr eigenwillig und ein bisschen ja, mit einem großen Ego ausgestattet. Schauen wir uns jetzt mal an, was wir am Samstag allgemein für den Schützen haben. Ja, keine Lösung finden, sich im Kreis drehen. Okay, man weiß nicht weiter. Man macht sich Sorgen, das ist die Steigerung. Oder man sucht das Gespräch. Wir haben die Veränderung. Du möchtest eine Veränderung herbeiführen, aber anscheinend ist das an diesem Samstag noch nicht möglich. Also das ist so ein bisschen Pragmatismus. Cool down. Versuche nicht mit Gewalt etwas zu erzwingen, das wird nicht funktionieren. Du solltest da vielleicht ganz ruhig rangehen und einfach planen, auch wenn du noch nicht weißt, wo die Reise hingehen sollte. Aber mach dir da bitte keine Hoffnung, dass da am Samstag irgendwas sich verändert. Am Sonntag haben wir ähnliche Energien, Sonne im Steinbock, Mond im Widder und die stehen auch noch im Quadrat zueinander, das heißt Eigensinn, Egomanie können ausgeprägt sein. Wir haben am heutigen Tag dann auch, also an dem Sonntag, Sonne und Venus exakt, wobei beides im Steinbock ist, wo Venus rückläufig. Was haben wir für den Schützen? Es geht um Details, also Ärmel hochkrempeln, sich um Details kümmern. Langsam machen mit dem Ass der Münzen, Pragmatismus an den Tag legen, wirklich jede Kleinigkeit beachten und sich kümmern darum, wie es einem dabei geht und was man tun kann, wie man sich fühlt. Also ich denke, da ist auch auf der einen Seite das Gefühl, ich möchte was verändern, wie Samstag und auf der anderen Seite, ich möchte auch was dazu beitragen. Ich fühle mich vielleicht auch so ein Stück weit eingeengt oder ausgebremst. Das kann durchaus sein. Wir haben den Ritter der Schwerter. Da haben wir etwas unüberlegte Dinge. Solltest natürlich nicht unüberlegt handeln, aber es können Veränderungen sein, die plötzlich und unerwartet auftauchen. Ja, das ist bei jedem anders. Bitte nicht übertreiben. Bleibe in dieser Energie. Kümmere dich meinetwegen um deine Steuererklärung, mach irgendwas, was dich vielleicht von dem Problem, was am Samstag nicht gelöst werden konnte, ein Stück weit ablenkt, was du tun kannst, aber schön langsam. Kümmere dich darum, dass du dich in deiner Haut wohlfühlst, kümmere dich vielleicht um jemanden, der deine Hilfe braucht. Auch das wäre möglich mit dem Ritter der Schwerter. Also ich denke, das ist gar kein Problem für dich. Liebevolle Energie, vielleicht ist es auch liebevolle Energie, die dir entgegenkommt. Auch das ist möglich. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, viel Erfolg dabei und sag bis Montag. Schönen guten Tag, mein lieber Steinbock. Wir sind beim Wochenende 8. und 9. Januar 2022. Sonne im Steinbock, also im eigenen Zeichen. Der Mond wechselt gegen 6:30 am Samstagmorgen in den Widder. Also wenn du das hörst, ist das schon vollzogen. Das bedeutet, ein bisschen Eigensinn, ein bisschen Sturheit könnten da sein, mit dem Kopf durch die Wand wollen. Vorsichtig damit. Schauen wir uns an.
strategisch vorgehen. Planen, nichts voreilig machen, sondern schauen, wie komme ich da am besten hin. Fünf der Schwerter bedeutet Konfliktsituation. Dinge ansprechen mit der Königin der Münzen. Du kümmerst dich darum, dass die Dinge pragmatisch vorangehen. Das ist ja auch Steinbock-Energie. Und da sprichst du auch Unangenehmes an, aber sehr strategisch. Du kümmerst dich darum. Wir haben den König der Schwerter. Der König der Schwerter ist jemand, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Das könnte dein Gegenüber sein, der dann vielleicht entsprechend harsch reagiert oder dir sagt, was er oder sie denkt. Je nachdem, König der Schwerter kann aber auch jemand sein, den man um Rat fragt oder der eben sehr sachlich, wenig gefühlvoll reagiert. Schauen wir mal weiter. Am Sonntag haben wir ähnliche Energien, Sonne im Steinbock, Mond im Widder. Wir haben die Sonne und den Mond im Quadrat. Da ist der Eigensinn noch größer. Und wir haben exakt an diesem Tag, am Sonntag, Sonne und Venus in Verbindung. Und Sonne und Venus stehen ja im Steinbock, wobei die Venus rückläufig ist. Was haben wir da für den Steinbock? Nostalgie, Vergangenheit, vielleicht gemeinsame Vergangenheit. Blick zurück und mit den acht der Kelche möchte man es anders haben. Man verabschiedet sich von Dingen aus der Vergangenheit. Und das läuft sehr gut. Man kann damit zurechtkommen. Man kann die Dinge anders angehen, auch gefühlsmäßig anders angehen. Ja, man kann darüber sprechen, man kann das ja miteinander klären. Wir haben aber hier den Herrscher. Und der Herrscher besagt ja, dass man die Verantwortung übernimmt. Nun sollst du natürlich nicht dein Gegenüber bevormunden, das wäre nicht so gut, sondern du sollst für dich und für deine Entscheidung die Verantwortung übernehmen, aber trotzdem natürlich deinem Gegenüber, ich sag jetzt mal, Freiraum lassen. Wir haben die Herrscherin und den Herrscher. Das kann auf beiden Seiten gut funktionieren, wenn man kompromissbereit ist. Ja, und das wünsche ich dir von Herzen. Hab ein schönes Wochenende, viel Erfolg dabei und bis Montag. Ein herzliches Willkommen, lieber Wassermann. Wir sind beim Wochenende 8. und 9. Januar 2022. Sonne ist weiter in dem Steinbock und der Mond ist heute Morgen um 6:30 gewechselt in den Widder. Das heißt, wenn du das hörst, ist das schon geschehen. Das kann ein bisschen stur, ein bisschen eigenwillig machen. Ja, vorsichtig, keine Ego-Trips nach Möglichkeit. Was haben wir für den Wassermann? Wir haben die Mäßigkeit. Mäßigkeit bedeutet, Intellekt und Gefühl sind im Einklang. Das ist gut. Man ist in seiner Mitte. Da haben wir den Teufel. Die Obsession ist eben auch Steinbock-Energie, kann Machtgefüge bedeuten. Jungfrau-Energie, der Eremit. Man geht in sich. Man überlegt sich möglicherweise, wie man Dinge umsetzen kann. Und wir haben den Magier. Manifestation dessen, was du zum Beispiel mit dir selbst überlegst. Aber du solltest mit dem Teufel natürlich nicht übertreiben. Ja? Nicht zu eigensinnig sein, also sondern auch für die Gemeinschaft denken, also auch für die Menschen, die dich umgeben. Ja. Dazu gehört eben auch die Mäßigkeit, die dafür sorgt, dass eben Gefühl und Intellekt im Einklang sind und nicht hier, wie gesagt, mit Machtgabe versuchen zu manipulieren, denn wir haben ja auch den Magier. Schauen wir uns an, was wir am Sonntag haben. Da haben wir ähnliche Energien, Sonne im Steinbock, Mond im Widder und Sonne und Mond stehen im Quadrat zueinander. Das heißt, der Eigensinn könnte noch größer werden. Wir haben auch exakt an diesem Tag Sonne und Venus in Verbindung. Und Venus ist im Steinbock genauso wie die Sonne, aber Venus ist rückläufig. Wir haben den Stern, deine Energie, Heilung. Du möchtest Heilung für dich. Du möchtest vielleicht auch Heilung insgesamt. Du bist zurückhaltend. Ja, du hast vielleicht noch keine Entscheidung getroffen oder willst noch keine Entscheidung treffen. Aber wir haben den leidenschaftlichen Neuanfang, Ass der Stäbe. Das Ass der Stäbe beinhaltet natürlich Leidenschaft und wir haben den Mond im Widder. Also da könnte man schon ein bisschen explodieren oder implodieren, je nachdem. Achte darauf, dass du das vernünftig angehst, also nicht zu wütend wirst oder zu durchsetzungsstark. Wir haben den Ritter der Münzen. Bedeutet, du brauchst Geduld. Geduld mit dir, Geduld mit dem, was vielleicht jetzt noch nicht spruchreif ist oder wo du dich noch nicht zu äußerst oder wo du noch keine Entscheidung hast. Das Ass der Stäbe ist eben so, dass man einfach zu sehr auf das Ego achtet, gerade bei dieser Konstellation in der Astrologie. Habe Geduld, ja?
versuche die Dinge auch nicht nur aus deiner Perspektive zu sehen, sondern die Gesamtzusammenhänge zu erkennen und dann auch zu sagen, ich kann mich um jedes Detail kümmern und dadurch wird es auch richtig gut, denn der Ritter der Münzen ist ja auch der Erfolgsgarant. Also gemach, gemach, alles zu seiner Zeit. Lieber Wassermann, ich wünsche dir ein schönes Wochenende, viel Erfolg und bis Montag. Ein herzliches Willkommen, liebe Fische. Wir sind beim Wochenende 8. und 9. Januar 2022, Sonne im Steinbock. Der Mond wechselt von den Fischen heute Morgen gegen 6:30 in den Widder. Also wenn du das siehst, ist das schon geschehen. Da kann es so ein bisschen um Egomanie gehen, Eigensinn, Eigenwille. Das muss nicht von dir ausgehen, das kann auch von deinen Gegenübern ausgehen. Also vorsichtig. Was haben wir da für die Fische am Samstag allgemein? Die Herrscherin, du kümmerst dich um deine Belange und kommst gut voran. Das bedeutet, das, worum du dich kümmerst, läuft. Ausgewogenheit, Harmonie, sehr schön. Und wir haben die 7 der Schwerter. Da ist was, was dir nicht bekannt ist im Hintergrund. Es kann auch bedeuten, dass jemand irgendwas aufbringt, irgendwas sagt, tut, was dich irritiert oder wo du nicht weißt, was du davon halten sollst. Nimm dir Zeit. Verarbeite das. Ne? 4 der Schwerter ist gut überlegen, nicht direkt irgendwie provozieren lassen oder sich davon einnehmen lassen, wenn jemand was Negatives sagt oder tut, sondern überlege in Ruhe, was für dich ganz persönlich das Richtige ist, denn du hast hier auch sehr schöne Energien. Am Sonntag haben wir ähnliche Energien. Wir haben die Sonne im Steinbock, den Mond im Widder und beides steht im Quadrat zueinander. Das heißt, der Eigenwille könnte noch verstärkt werden. Vielleicht ist das hier am Samstag auch jemand, der sehr eigenwillig ist. Wir haben auch exakt am Sonntag Venus und Sonne, die sich verbinden, beides im Steinbock, wobei die Venus ja rückläufig ist. Also da geht es um das Alltägliche, zum Beispiel in Beziehungen. Wir haben die Illusion, wir haben die 7 der Kelche, zu hohe Erwartungen. Man baut Traumschlösser, die nicht machbar und nicht realistisch sind, könnte sein. Ja, es kann bedeuten, dass du dir zu viel vornimmst oder zu viel erwartest von dir und anderen. Sei da bitte achtsam. 4 der Münzen, Sparsamkeit oder man hält an seinen Träumen fest, was ja grundsätzlich nicht schlecht ist, aber man ist vorsichtig mit dem, was man sagt oder wie man sich entscheidet. Du solltest auf jeden Fall beachten, dass du am Sonntag dich weder von jemandem vereinnahmen lässt, noch, ich sag jetzt mal, dass du dir zu viel Honig um den Bart schmieren lässt von jemandem, der dich auf seine, ihre Seite ziehen möchte oder dich beeinflussen möchte, sei da bitte zurückhaltend. Halte an dem Harmonischen fest. Ja? Harmonie aufrechterhalten. Du solltest selber die Prioritäten überlegen. Was ist für dich am wichtigsten? Also nicht andere sollen das entscheiden, sondern du. Lass dir Zeit, du musst keine Antwort geben, du musst das nicht am Sonntag entscheiden. Für dich ist wichtig, und das haben wir am Samstag auch, bleibe in deiner Kraft, bleibe in deiner positiven Einstellung und lass dich nicht irritieren von außen, nicht provozieren und natürlich auch nicht einwickeln. Du setzt die Prioritäten für dich, niemand sonst. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, ein schönes Wochenende und sag bis Montag. Musik.